Blog ist manchmal so ein ähnliches Gefühl wie Tagebuch schreiben, weil das sind echt irgendwie so Ausschnitte aus meinen Gedanken, aus meinem Leben. Ich bin viel zu faul, um Tagebuch zu schreiben, aber dann ist das mit meinen Vlogs eine echt coole Alternative, muss ich sagen. Herzlich willkommen, mein Name ist Kybra. Ihr seid auf meinem Blog gelandet. Ich zeige euch Ausschnitte aus meinem Leben. Und diese Woche geht es um die Frage: How to be ein guter Mensch? Danach streben die meisten von uns. Und wir wollen immer am besten 10.000 Tricks und Tipps bekommen von jedem, wie wir uns denn bitteschön optimal verhalten können in jeglichen Situationen. Ich meine, sogar für Datings gibt es irgendwelche Tipps und Tricks. Und ich löse das jetzt ganz einfach schon von Anfang an auf. Leute, ich muss euch echt enttäuschen. Es gibt leider keine Tipps für den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ich meine, warum auch? Das ist ja totaler Schwachsinn. Warum sollten Menschen mit Behinderung anders behandelt werden als andere Menschen? Also mir ist schon bewusst, warum man dazu neigt, sich solche Tipps abholen zu wollen. Ich verstehe das schon, woher man da kommt und nicht weiß, was richtig ist, was darf ich jetzt, was nicht. Und diese Situation haben wir ja öfter im Tag. Sei es in Bewerbungsgesprächen, sei es beim ersten Kennenlernen, sei es beim ersten Tag in der Schule. Also das sind ja immer Situationen, denen wir uns immer stellen müssen. Und da kann uns auch echt keiner helfen. Bis auf diese allgemeinen Dinge, wie zum Beispiel einfach offen zu kommunizieren. So. Unsere Angst ist sowieso immer viel größer als das, was in der Realität hinterher ist. Nicht jeder Mensch versteht sich mit jedem. Das gilt auch für Menschen mit Behinderung. Das gilt auch für Menschen, für die unterschiedlichsten Menschen gilt das. Wir lieben uns nicht alle und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass wir miteinander richtig umgehen. Und zwar ist das von meiner Seite aus, was ich euch mitgeben kann. Respektvoller Umgang, das ist eigentlich so das A und O. Ich würde einfach immer gucken, wie möchte ich denn behandelt werden von dieser Person. Und dann würde ich das halt auch genauso machen. Und das ist das Einzige, was ich euch zu diesem Thema mitgeben kann. Ja, es gibt leider echt kein Rezept dafür, wie wir Menschen untereinander, miteinander umgehen sollen, müssen, damit wirklich jeder zufrieden ist und mit hundertprozentiger guter Laune wieder nach Hause geht nach so einem Tag. Wenn man sich zu wenig Gedanken darüber macht und irgendwie einfach drauf losmacht, kann es öfter dazu kommen, dass man andere Menschen verletzt. Aber das muss dann auch nicht jetzt zwangsweise auf Menschen mit Behinderung bezogen sein. Das ist bei Menschen generell so, Freunde, ne? So. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr mit Liebe und ein bisschen mehr mit Respekt und ein bisschen mehr mit Offenheit durch diese Welt laufen würden, würde vieles viel, viel einfacher sein. Und diese Angst, die wir irgendwie jeden Tag haben, irgendwas falsch zu machen, würde irgendwie hoffentlich kleiner werden. Ich kann mich überhaupt nicht davon freisprechen, also absolut nicht. Ich möchte jetzt hier nicht sitzen und sagen, so und so und so und ich mache das immer so und so und bin hier voll perfekt da drin. Aber darum geht es auch überhaupt nicht, ne? Ganz oft wird ja die Frage gestellt, soll man jetzt Menschen mit Behinderung helfen oder nicht? Selbst darauf gibt es keine allgemeine Antwort, weil jeder von uns verschieden ist und weil jeder von uns irgendwie eine unterschiedliche Perspektive hat. Und da kann ich auch immer wieder nur sagen, fragt doch einfach die Leute und dann werdet ihr schon die Antwort herausfinden. So. Und fragen hat nie was gekostet, das schadet sowieso nie eigentlich. Also ich würde es überhaupt nicht cool finden, wenn man so einfach über meinen Kopf hinweg entscheidet und irgendwelche Dinge einfach macht. So. Aber das fändest du wahrscheinlich auch nicht cool. Ich persönlich möchte zum Beispiel auch nie mit Samthandschuhen angefasst werden, weil ich im Rollstuhl sitze, weil ich eine Behinderung habe. Also das finde ich diskriminierend, um ehrlich zu sein. Sobald ich irgendwie merke, dass ich eine besondere Behandlung bekomme, werde ich komisch. Werde ich ganz komisch. Und
Manchmal schaffe ich es sogar nicht, das irgendwie zu kommunizieren, wenn das passiert. Weil ich mich dann so angegriffen fühle und irgendwie in so eine ganz komische Situation verfalle. Und darüber ärgere ich mich natürlich auch meistens dann. Wir sollten einfach mal aufhören, für jegliche Situation, was dieses Leben für uns bereithält, irgendwie eine Anleitung zu suchen, ein Rezept zu suchen. Jetzt habe ich so viel rumphilosophiert, dass ich nicht mehr aufhören kann. Wenn ihr noch Fragen habt an mich persönlich, dann stellt sie mir doch in den Kommentaren. Ich beantworte sie euch sehr gerne und sage bis nächste Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen oben da, abonniert den Kanal der Aktion Mensch und schaltet das Glöckchen auf ein, damit ihr eine Benachrichtigung darüber bekommt, wenn ich das nächste Mal ein Video online stelle. Bleibt gesund, geht mit Liebe durch diese Welt, seid offen für andere Menschen, seid neugierig und sammelt eure Erfahrungen alle selbst. Bis dahin.